und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Es ist Montag 15.30 Uhr und ich freue mich an dieser Stelle, Sie live hier begrüßen zu dürfen. Und wie immer an dieser Stelle zunächst einmal mit einem Überblick über den Gesamtmarkt. Denn der DAX, er kann hier zum Wochenauftakt kräftig zulegen. 0,8% aktuell beträgt das Plus knapp unter der 13.400-Punkte-Marke. Und das lag nicht zuletzt daran, dass wir aus China gute Industrieproduktionsdaten erhalten hatten, aber auch sehr gute Einzelhandelsumsätze, die zum Aufschwung hier zum Wochenbeginn beigetragen haben. Jetzt, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die meistgehandelten Titel des Online-Brokers Flatex. Blicken wir zunächst auf die Kaufseite. Da hätten wir folgende 5 Aktien. Wirecard, Ado Properties, Varta, Flatex und Israel Vision. Und wir möchten uns zunächst einmal mit Ado Properties angucken, denn sie wollen Adler Real Estate, eigentlich Großaktionär, übernehmen. Ein Aufschlag von 17% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ist das Angebot, was man unterbreitet hat. Und die Aktie tatsächlich, die nämlich von Ado Properties, ist erstmal im Sinkflug. Das kommt nämlich insgesamt bei den Aktionären nicht gut an, denn man will mit eigenen Aktien bezahlen und dann zusätzlich noch in so einer Art Dreierfraktion eine weitere Übernahme tätigen. Das alles ist den Investoren für den Moment zumindest nicht ganz geheuer. Dementsprechend verliert die Aktie relativ deutlich. Und die Frage ist vor allen Dingen im Hinblick auf den Mietpreisdeckel in Berlin, ob das Ganze dieser Merger nämlich wirklich Sinn macht. Gucken wir auf die zweite Aktie für den Moment. Das ist Israel Vision. Der Spezialmaschinenhersteller vertröstet die Anleger in Sachen Gewinnsteigerung auf das zweite Quartal. Das beginnt dann 2019, 2020. Denn die Gewinnsituation, man hatte ja erstmal stagnierende Umsätze zu vermelden gehabt, hat sich zumindest im Moment nicht wirklich verbessert. Aber man erhofft sich, dass man dann eine gewisse Auftragsdynamik wird verzeichnen können in diesem zweiten Quartal, nämlich um dann die Aktienumsätze, um die Gewinnumsätze dann wieder nach oben zu katapultieren. Der Gewinn je Aktie bis dahin von 1,06 Euro auf 1,03 Euro etwas schwächer unterwegs, aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Dementsprechend die Aktie im Moment zumindest nicht mehr ganz so stark unter Druck wie zuletzt noch. Gucken wir jetzt aufs andere Ende, die meist verkauften Aktien, und wir hätten da folgende 5, die Wirecard, Flatex, Evotec, Varta und E.ON. Und wir gucken uns die Wirecard an, nämlich nachdem wir in den vergangenen Wochen wieder mal, muss man ja schon sagen, Financial Times Berichte über Bilanzierungsmanipulationen und Schwierigkeiten gehört hatte, war es jetzt ein Tweet vom CEO Braun, der dafür gesorgt hat, dass man vielleicht eine kleine Trendwende am Horizont als kleines Licht im Dunkel sozusagen wahrnehmen wird können. Das ist die große Frage. Wird das kommen? Der Aktienkurs heute mit einem Aufschlag von 1,3% unterwegs. Aber tatsächlich haben vor allen Dingen Hedgefonds in der jüngsten Vergangenheit vor allen Dingen ihre Short-Positionen weiter ausgebaut. Nachdem dies ja zwischenzeitlich im Mitte des Jahres verboten gewesen ist, ist das jetzt wieder erlaubt. Ob die Aktie sich wieder erholen wird dann in 2020? Auf jeden Fall war es laut Braun ein operativ sehr gutes Jahr. Und vor allen Dingen die Entwicklung im chinesischen Markt lässt weiterhin die Fantasie sprühen, zumindest die von CEO Braun. Das war's hier von mir zum Wochenauftakt vom Börsenparkett in Frankfurt. Ich bitte, die technischen Probleme zu entschuldigen und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, 15.30 Uhr live hier vom Frankfurter Börsenparkett. Bis dahin für Sie gute Kurse. Tschüss.